Ja, also wenn Sie an Ihren letzten Krankenhausaufenthalt denken oder an Ihre Erfahrungen mit dem Essen im Krankenhaus, was fällt Ihnen denn ein dazu? Eigentlich alles nur gut. Ich meine, vom Krankenhaus selber habe ich nicht so viel Erfahrung, aber ich war auf Kur zum Beispiel in Irland, eben wegen Diät. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin immer zufrieden gewesen. Es ist Zwang, überhaupt in der Früh das Frühstück, sage ich jetzt einmal. Gerade in der Früh, wenn man Mutter wird, hat man mehr Hunger und ja, ein Semmel und Butter und einen Kaffee dazu ist viel Zwang für mich, glaube ich. Mit dem Essen, also ich muss sagen, ich war eigentlich ganz zufrieden. So von dem her kann ich nicht viel dazu sagen. Also ich bin auch nicht so anspruchsvoll, was das Essen angeht, wenn ich im Krankenhaus bin. Also ich esse eigentlich alles, was mir vorgesetzt wird. Mittagessen sage ich, es geht ja, aber auf die Nacht, das ist mir einfach zu früh, um 4, 5 Uhr schon essen. Da gehe ich vorher nochmal in die Kantine rüber und hole mir, glaube ich, noch was. Es ist aber auch nicht so schmackhaft, das Essen. Also. Und was hat der Opa so erzählt? Hat er irgendwie Erfahrungen mit dem Essen gemacht? Also ihm hat es grundsätzlich gut geschmeckt, aber gut, er isst, glaube ich, auch alles. Ich war, ja, habe ich Zivildienst machen müssen, da war ich eben beim Rettungsdienst, beim Grünen Kreuz habe ich da gearbeitet. Und da kommt man eben vielen Gespräch mit den Patienten ein. Das Hauptthema, was sie eigentlich erzählen, ist das Essen, wie es Essen war. Also eigentlich nicht der Arzt hat mir irgendwie gesagt, was ich wirklich habe, sondern das, was in Erinnerung bleibt, das ist eigentlich das Essen. Damit verkauft sich das Spital so ein bisschen eigentlich. Was man oft hört, ist, das Essen ist breiartig, weil es schon so ein Matsch ist, das Fleisch zerfällt da im Mund und dass es schlecht bis gar nicht gewürzt ist. Also das ist das Hauptthema. Welche Erwartungen, welche Ansprüche haben Sie persönlich ans Krankenhausessen? Naja, dass es nahrhaft ist, gesund, ja. Dass es gut schmeckt, sagen wir mal so. Okay. Also ausreichend ist sowieso immer, weil man eh immer zu viel isst. Und ja, dass es gesund ist eben. Und ich verlasse mich da eben auf die Diätologen oder die Diätschwestern, dass die eben das Richtige machen, was für meinen Körper gut ist. Ja, dass es vielseitig ist und dass Vitamine und so weiter und leicht verdaulich. Ja, wenn man liegt und sich nicht so bewegen kann, ist was Schweres. Aber da sind Fachleute vorhanden, muss ich sagen. Und ich vertraue voll auf ihn. Also auf jeden Fall, dass ich glaube einfach, dass die Krankheit unterstützt, also den Heilungsprozess auf jeden Fall. Also dass man so schnell wie möglich wieder rauskommt, also gesund und viele Vitamine und abwechslungsreich. Und das, ich glaube auch, dass den Leuten einfach, ich meine, der Krankenhausalltag ist schon ziemlich triest, dass denen das einfach auch Freude macht, irgendwie so dreimal am Tag leckeres Essen zu bekommen. Dass man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Diät halten muss, dass man vielleicht noch sagt, ob man ein bisschen mehr noch haben könnte oder dass man nur ein bisschen was dazu kriegt, wenn man noch was will. Was ich auch gehört habe, ist, dass es wenig ist und vor allem, dass die Zeiten eigenartig sind, dass man schon nur sich um 4 Uhr, 5 Uhr Abendessen kriegt und dass man dann halt am Abend nichts mehr bekommt. Und ja, abwechslungsreiches Essen würde ich mir erwarten halt und Auswahl, wenn es geht halt. Dass man nicht nur ein Menü vorgeschlagen kriegt, sondern dass man eine Auswahl hat, wo man es sich auswählen könnte.